Herzlich willkommen. Mach es dir im Sitzen oder Liegen gemütlich. Schließe deine Augen. Erde dein Becken. Lass deine Beine schwer werden. Fühl mal, du ganz sanft dein Gewicht abgeben kannst, in die Erde hineinsinkst, getragen wirst. Und gib dir ein paar Atemzüge, um ganz bei dir anzukommen. Atme hierfür tief in deinen Bauchraum ein und aus. Und lass mit jedem Ausatmen die Schwere von den Schultern sinken. Steifheit aus dem Nacken fließen. Lass dein Becken weich werden. Erlaube tiefer zu atmen. Den Atem auf- und abfließen zu lassen, sodass du ganz bei dir ankommst. Spüre, wenn du atmest, wo in dir ist es vielleicht eng? Will dein Atem hinfließen? Wohin möchtest du ihn verteilen? Erlaube mit deiner Aufmerksamkeit ganz in den Körper zu tauchen. Die Bedürfnisse wahrzunehmen, in die Vorstellung einzutauchen, dass dein Atem die Stellen und die Regionen deines Körpers reinigt, Spannung löst. Und geh auf Wanderschaft, sinke mit deinem Blick immer mehr nach innen. Mit deinem Körper immer tiefer in die Unterlage, mit deinen Füßen immer weiter in die Erde. Atme den Tag aus. Atme deine Rollen aus. Atme deine Fragen aus. Mach dich leer. Dass du empfangen kannst. Dass du dich füllen kannst. Dann öffne deine Krone. Wende dich auf. Wie du dich dadurch aufrichtest. Dein Brustraum mehr Platz für Atem hat. Dein Herz sich jetzt ausdehnen darf. Dann atme über deine Sohlen. Spüre den Kontakt der Erde. Fühle, wie deine Sohlen mit der Erde verbunden sind. Kannst du Wärme wahrnehmen? Gerne darfst du dir vorstellen, wie du mit nackten Füßen in der roten Erde stehst. Der weiche Boden dich trägt. Und über deine Wurzeln verbindest du dich mit der Erde. Heute wollen wir durch unsere Energiebahnen fließen, wollen sie
reinigen und ausrichten, aktivieren, damit unser Kanal weit und geöffnet ist, um zu empfangen. Dafür dürfen die Wurzeln immer tiefer ins Erdreich sinken, sich mit der Erde verbinden, das Pulsieren der Erde spüren. Über dein Einatmen nun die Kraft der Erde in die Wurzeln fließen. Rote, kraftvolle Energie. Erdende Qualität der Stabilität und Geborgenheit. Diese nährende Mutterkraft. Zieh sie über deine Sohlen in deinen Schoßraum, in deinen Beckenraum, zu deinem Wurzelchakra. Füll deine Schlange. Mit dieser erdigen Kraft. Füll deine Schale. Mit dem Ich Bin. Reicher den Atem um dieses rote, warme Licht an. Lade die Geborgenheit in dein Wurzelchakra ein. Stabilität und Kraft. Und bitte darum, dass es sich ausgleicht. Dass es all dies, was zu sehr festhält, weil du vielleicht im Mangel bist, loslässt. Dass du überall dort, wo dir Halt fehlt, Stabilität erfährst. Fühle, wie dein Wurzelchakra nach unten geöffnet ist. Wie es in deinem Schoßraum rotiert. Dir innerlich oder auch laut, ich aktiviere mein Wurzelchakra. Ich bin mein vollständig aktiviertes Wurzelchakra. Und tauche in die Affirmation ein. Ich habe einen festen Platz in dieser Welt. Ich habe einen festen Platz in dieser Welt. Spüre deine Wurzeln. Fühle, dass du willkommen bist. Ich bin. Einen Platz hast hier, wo du bist, dass du richtig bist. Ich fühle mich geborgen und sicher. Das ist in dir nachklingen. Lass das Mantra in dir nachschwingen. Ich fühle mich geborgen und sicher. Einhüllen von dieser Sicherheit. Lass dich einhüllen von dieser Geborgenheit.
Erlaube deinem Schoßraum zu pulsieren, lebendig zu sein, Kraft der Erde zu spüren. Die Erde trägt und nährt mich. Lass dich tragen. Lass dich nähren. Ist alles da. Du darfst schöpfen, darin baden, dich damit füllen. Erlaube Bilder, Gefühle, Emotionen da zu sein, wie es sich anspürt, genährt und getragen zu sein. Wie es sich anspürt, einen festen Platz auf der Erde zu haben. Dann noch weicher im Becken, die Spannung abfließen. Atme über die Sohlen aus, gebe ab. Gleiche aus, was auszugleichen ist, einfach indem du darum bittest, indem du es dir vorstellst und daran glaubst, dass du Schöpferin deines Lebens bist. Dann zieh die Kraft der Erde, die rote, warme, kraftvolle Energie weiter nach oben in dein zweites Chakra, dein Sakralchakra. Fühle einen warmen, orangenen Ton. Spüre den Raum deiner Kreativität, das Zuhause deiner Sexualität. Werde weicher, fühle in deine Geschlechtsorgane, in den Raum, knapp unter deinem Nabel. Werde auch hier weich. Lass ich das warme, geborgene Rot mit dem feurigen Orange vermischen. Sag dir innerlich, ich aktiviere mein Sakralchakra. Ich bin mein vollständig aktiviertes Sakralchakra. Wie die beiden Chakren miteinander verbunden sind. Lass es vibrieren in dir, lass es rotieren in dir. Und auch hier um Ausgleich. Darum, das zu leben, was noch nicht gelebt wird in dir. Das abzulegen, was zu viel ist. Und dann lass auch hier innerlich Mantren erklingen. In dir oder laut folgende Worte nach. Ich genieße das Leben und vertraue meinen Mitmenschen. Ich genieße das Leben und vertraue.
traue meinen Mitmenschen Lust, Freude, Genuss, Sinnlichkeit. Wie viel davon lebst du? Wie viel davon unterdrückst du? Vertrauen, dass sich von alleine alles ausgleicht. Gib einfach die Verantwortung ab. Ich kann mich fallen lassen und mich hingeben. Ich kann mich fallen lassen und mich hingeben. Ist, wenn du dich hingibst, ganz im Vertrauen, dass du genährt und getragen bist. Die Kontrolle abgibst, ins pure Sein kommst. Ich fühle. Erlaube dir zu fühlen. Dehn dich aus in deinem zweiten Chakra. Lass es in dir rotieren. Ich gebe Kontrolle ab und fließe mit dem Leben. Gebe Kontrolle ab und fließe mit dem Leben. Wenn du das Vertrauen aus den Wurzeln nach oben ziehst, kannst du dich fallen lassen, kannst du fließen. Lass die Zügel los, gebe ab an eine Kraft, die größer ist als du. Deine Herzintelligenz, die so viel weiser ist als der Verstand. Ich gebe die Kontrolle ab und fließe mit dem Leben. Spür, wie es zwischen dir fließt, aus der Erde in die Wurzeln, in dein Wurzelchakra. In deinen Raum der Kreativität, des Fühlens. Dann zieh die Kraft noch weiter nach oben. Über deinen Nabelraum, unter deinem Brustbein, dort, wo dein Solarplexus zu Hause ist. Dort, wo deine Sonne in dir strahlt, deine Power zu Hause ist. Deine Willenskraft. Mehr in diesen Raum hinein. Nimm den Druck raus. Entspann den Solarplexusraum, entspann den Brustraum. Löse zwischen den Schulterblättern, lass los, gib dich hin, vertraue. Die Wärme der Sonne in dir pulsieren. Spüre deine Handlungsmacht, spüre deine Kraft. Ich begegne meinen Mitmenschen auf Augenhöhe. Fühl das mal. Wenn du auf Augenhöhe bist, es keine Wertung mehr gibt, wenn wir alle gleichwertig sind, wenn du die Kontrolle abgegeben hast im zweiten Chakra, wenn du vertraust,
begegne meinen Mitmenschen auf Augenhöhe. Ruhe in mir selbst. Ich habe Kraft und Selbstvertrauen. Fühle deine Kraft. Fühle dein Selbstvertrauen. Vertraue deiner inneren Stimme. Ich ruhe in mir selbst. Ich habe Kraft und Selbstvertrauen. Erlaube dir zu spüren, wie es ist, wenn du in deiner Kraft bist, wenn du dir selbst vertraust, wenn du deiner inneren Stimme Gehör schenkst. Wie groß wirst du dann? Schau, wie deine Energie sich ausdehnt, wie dein Lichtball in dir glüht. Aus der Kraft meiner Mitte strahle ich Mut und Stärke aus. Aus der Kraft meiner Mitte strahle ich Mut und Stärke aus. Fühle deine Größe, deine Stärke. Leg die Ängste und Zweifel ab, lass sie abfließen, bitte um Ausgleich. Deines dritten Chakras. Lass abfließen über die Wurzeln. Lass ein, ich aktiviere meinen Solarplexus Chakra erklingen. In mein vollständig aktiviertes Solarplexus Chakra. Schau, wie die drei Chakren sich verbinden, zu einem Strahl werden, hinauf Richtung Herz steigen, das Herz, das oben und unten bündelt, in einem warmen Grün leuchtet. Der Liebe, des Mitgefühls. Mach dein Herz ganz weit. Dehn den energetischen Herzraum aus. Lass die Enge abfließen über den Atem. Lass die Zweifel abfließen über die Wurzeln. Bitte darum, dein Herzchakra zu aktivieren und auszugleichen. Dass dein Herz sich für die Liebe öffnet. Aktiviere mein Herzchakra. Ich bin mein vollständig aktiviertes Herzchakra. Mach's Herz noch größer. Lass das Stechen und den Schmerz abfließen. Mach die Flügel weit. Wachse über deinen physischen Körper hinaus, du bist so viel größer, als du glaubst. Gerade hast du deinen Mut aktiviert. Mutig, wachse noch mehr. Der Raum meines Herzens ist weit. Und frei. Schwinge in diesen Worten.
dass die Worte erlebbar werden. Tauche ein in die Vision, ein weites, freies Herz zu haben, sich vollständig frei zu fühlen, alle Last abzulegen, unvoreingenommen zu sein, zu lieben, zu empfangen, zu geben und zu nehmen. Der Raum meines Herzens ist weit und frei. Lass die Enge abfließen, bitte um Ausgleich. Mach dich weit, mach dich frei. Schau, wie dein Herzchakra nach unten und nach oben geöffnet ist und rotiert, es oben und unten verbindet. Lass alles, was nicht im Gleichgewicht ist, nun abfließen, sodass du wieder gut versorgt wirst, sodass du wieder fühlst. Ich empfinde die Leichtigkeit eines offenen Herzens. Ich empfinde die Leichtigkeit eines offenen Herzens. Lade die Leichtigkeit ein, fühle sie. Dehn dich in dieser Leichtigkeit noch mehr aus, sodass dein Herzraum weiter und leichter und freier werden darf. Ich lebe in Liebe und Mitgefühl für alle Geschöpfe. Ich lebe in Liebe und Mitgefühl für alle Geschöpfe. Öffne dein Herz für die Liebe, für das Mitgefühl. Aktiviere dein Herzchakra. Das ist die Kraft hat, alles auszugleichen in den anderen Linien, in den Chakren. Denn wenn dein Herzchakra ausgeglichen ist, kann es Disbalancen in dir harmonisieren. Und so fließt die Energie aus dem Wurzelchakra in dein Sakralchakra, in dein Solarplexus, in dein Herz. Und die Kraft sprießt und fließt in Richtung Hals, den Raum deiner Wahrheit, der Kommunikation, deines Ausdrucks. Lass ein blaues Licht in deinem Halsraum entstehen. Lass es in dir rotieren. Befreie die Enge in deinem Hals über deinen Atem. Bitte darum, dein Halschakra zu aktivieren. Ich aktiviere mein Halschakra. Ich bin mein vollständig aktiviertes Halschakra. Mach dich noch größer, atme noch mehr. Ich höre meine innere Stimme.
und spreche meine Wahrheit aus. Lausche nach innen. Gib deiner inneren Stimme Gehör. Steh mutig für deine innere Stimme ein. Spreche deine Wahrheit. Ich höre meine innere Stimme und spreche meine Wahrheit aus. Lass die Worte in alle Zellen fließen. Lass die Spannung abfließen, bitte um Ausgleich in deinem Halschakra. Bitte darum, für deine Wahrheit einzustehen, alles abfließen zu lassen, was hinderlich ist. Atme. Ich bringe mein ganzes Wesen frei zum Ausdruck. Ich bringe mein ganzes Wesen frei zum Ausdruck. Was in dir will Ausdruck finden? Wer willst du sein? Was willst du leben? Was will gehen? Lass abfließen. Meine Kommunikation entspricht meinem inneren Erleben. Meine Kommunikation entspricht meinem inneren Erleben. Fühle, wie meine Chakren sich verbinden, das Licht bis zum Hals in dich strömt. Von dort weiter dein drittes Auge fließt. Alles in ein sanftes, lilanes Licht gehüllt wird. Du dich Richtung Kosmos öffnest. Intuition Raum bekommt. Bitte darum, dass sich dein Stirnchakra aktiviert. Aktiviere mein Stirnchakra. Mein Stirnchakra ist vollständig aktiviert. Da bitten wir auch hier um Ausgleich. Dass es in die Balance kommen kann. Ich sehe nicht mit meinen Augen, sondern mit meiner Seele. Fühl das mal. Ich sehe nicht mit meinen Augen, sondern mit meiner Seele. Mein Geist ist inspiriert. Mit Klarheit erkenne ich meinen Weg. Mein Geist ist inspiriert. Mit Klarheit erkenne ich meinen Weg. Ich erfahre Inspiration und Verbindung zum Universellen. Ich erfahre Inspiration und Verbindung Universellen. Über die Wurzeln fließt die
Energie durch deine Chakren bis in deine Stirn. Alles ist aktiviert. Von dort Richtung Krone, den höchsten Punkt, ab oberhalb des Kopfes. Die Anbindung zum Kosmischen, zum Göttlichen, zum Universellen. Das Alleinsein, Bewusstsein, dein Spirit. Öffne und aktiviere deinen Kronenchakra. Ich aktiviere meinen Kronenchakra. Mein Kronenchakra ist vollständig aktiviert. Aus dem Kosmos fließt nun in das Kronenchakra und aus der Erde ebenfalls. Alles ist verbunden. Lass ein, ich bin Teil des universellen Flusses, in dir erklingen. Ich bin Teil des universellen Flusses. Ich bin eins mit dem Kosmischen. Ich bin eins mit dem Kosmischen. Ich bin Bewusstsein. Ich bin Bewusstsein. Schau, wie deine ganze Chakrenlinie nun aktiviert ist. Von der Erde bis in den Kosmos. Ich bin meine vollständig aktivierte Prana-Röhre. Fühle diese Energie durch dich fließen. Fühle, dass du alles bist. Möge sich in dir alles ausgleichen und harmonisieren. Schwing noch ein wenig in dieser Anbindung. Deinem weichen Becken und gut geerdeten Füßen. Die Energie durch dich fließen. Und dann komm ganz langsam Atemzug für Atemzug wieder in deiner Hier und Jetzt Präsenz an. Hol alle Energie wieder zu dir zurück. Sieh sie in dein Inneres. Beweg dich. Regel dich. Atme. Dann nimm die Hände vor den Herzraum. Bedank dich für die Aktivierung deiner Chakren, für den Ausgleich, für die Harmonisierung. In dem Wissen, dass jedes Chakra eine Gabe, eine Aufgabe hat. Und wenn die Energie durch dich fließt, lösen Blockaden sich in dir auf. Und alles kann wieder in die göttliche Ordnung kommen. Und so danken wir für all die Unterstützung, die wir heute hatten, für die Reinigung, die wir erfahren haben und für die Aktivierung.
Und ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Ihr Lieben, ihr könnt ja mal teilen, wie ihr gereist seid. Uns einfach in die Kommentare schreiben. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Bis dann.